Also wer das Video anschaut, sollte diese Kurzarbeit vorliegen haben und sollte auch schon mal versucht haben, anhand der Lösungen klarzukommen. Und jetzt erkläre ich die Lösungen nochmal so im Schnelldurchgang. Bei der ersten Aufgabe kenne ich das A, ich kenne das B und kenne das D. Und ganz wichtig sind so Skizzen. Also nicht irgendwie mit x1, x2, x3, so wie die Punkte suchen, irgendwie so 2, 2, 0 einzeichnen, sondern nur eine schnelle Skizze. Und es läuft immer gegen den Uhrzeigersinn, also A, B, C, D. C ist gesucht. Und ich starte immer bei 0, 0, 0. Also ich habe irgendwo den Nullpunkt. Und wenn ich jetzt nach C laufen möchte, mal eine andere Farbe. Wenn ich nach C laufen möchte, gehe ich zum Beispiel von 0 nach B. Und dieser Vektor BC ist der gleiche Vektor wie AD. Also der Vektor BC ist das gleiche wie AD. Also ich laufe hier C, ich laufe nach B und deswegen den Vektor AD, weil es eigentlich ja, von 0 nach B und dann BC. Und dann einfach B, also 0B ist 022 und hier Spitze minus Fuß und dann bekomme ich das. Das ist der Ortsvektor C und das ist der Punkt C. Den Punkt immer nebeneinander schreiben, ohne so einen Pfeil und den Ortsvektor mit Pfeil und übereinander schreiben. Der Ortsvektor ist der Vektor von 0 nach C. Also der Ortsvektor, der könnte auch von B, könnte da starten, weil so Vektoren kann ich ja mal rumschieben, wie ich gerade möchte. Gut, das war jetzt die A und die B mache ich jetzt noch. Genau, ein bisschen radieren. Es geht hier um die Fläche. So. Also es geht um diese Fläche und da muss man einfach wissen, dass es der Betrag aus dem Kreuzprodukt ist. Man muss auch wissen, dass es gibt Aufgaben, da habe ich einen rechten Winkel. Und dann habe ich vielleicht schon ausgerechnet, dass das 7 und 3 ist und dann ist die Fläche einfach 7 mal 3 ist 21. Und dann spart man sich die Zeit. Also das immer im Hinterkopf haben. Manchmal ist es in der Geometrie einfach und es geht schnell, aber wenn es nicht dieser rechte Winkel ist, dann ist das einfach da. Ich habe Schüler gehabt, die haben hier so mit der Höhe gerechnet. Ja, die haben die Höhe berechnet. Aber das geht auch, dauert aber ewig lang. Das ist der Plan. Also Kreuzprodukten machen, das Kreuzprodukt ist 424, Betrag davon und das ist die Fläche und fertig. So, jetzt machen wir noch die Ebene, das da unten. Also die Ebene, das ist hier, ich brauche einen normalen Vektor. So. Skizze. So, Skizze, Skizze, Skizze. Ich brauche für die Ebene einen normalen Vektor. Gut. Und wenn jetzt hier diese ganzen, ich habe hier die Punkte A und B und C, und dann kann ich ja AB Kreuz AC machen. Ja, und das habe ich da oben schon gemacht. AB Kreuz oder AD, das ist völlig egal, welche Punkte ich nehme. Das heißt, dieser Vektor ist mein normalen Vektor. Jupp, den habe ich schon. Da spart man auch Zeit in der Prüfung, wenn man das sieht, dass man den schon nehmen kann, nicht nochmal das macht. Und hier brauche ich irgendeinen Punkt. Es ist egal, ob ich A oder B oder C oder D nehme, das ist irgendein Aufpunkt. So, und jetzt muss ich das dann noch schön rechnen. Und da denke ich immer so zeilenweise. Ja, nehmen wir hier so. Ja. Also die Zeile, ich habe ja hier x1, die Zeile ist 4 mal x1 minus x2. Die zweite Zeile ist 2 mal x2 minus x2, 2 mal x2 minus 2 und die dritte Zeile 4 mal x3 mal minus 0, also 4 mal x3 und fertig. Genau, ja und dann rechnen, immer das reinrechnen und sich nicht verrechnen und dann habe ich hier die Ebenengleichung in Koordinatenform mit dem normalen Vektor 4, 2, 4, den ich ja hier oben schon hatte, 4, 2, 4, da ist er. Minus 12 kommt raus, ja genau, das lassen wir so.